Und ich begrüße Sie ganz herzlich bei dieser nächsten Webinarsitzung vom eKult-Verbundprojekt. eKult, wie ich vorhin gesagt habe, ist ein Verbundprojekt. Mitarbeiten tun darin 11 Hochschulen aus Niedersachsen. Und unser Ziel ist, E-Learning an den Hochschulen ein bisschen beliebter zu machen und den Lehrenden und Dozierenden Werkzeuge in die Hand zu geben, die sie dann in der Lehre sehr gut einsetzen können. Das ist halt die einfache Definition. Und jetzt möchte ich Ihren Referenten vorstellen. Heute referiert Dr. Tobias Zehlen von der Universität Osnabrück. Er ist stellvertretender Geschäftsführer des Zentrums für Informationsmanagement und virtuelle Lehre. Und er ist Lehrbeauftragter für Webtechnologien und E-Learning am Institut für Informatik. Seit mehr als 10 Jahren ist er in der Studio-IP-Entwicklung aktiv. Und er hat oder er leitet seit Frühjahr 2014 die MOOC-IP-Entwicklung. Und jetzt gebe ich das Wort Herrn Thelen und ich bitte ihn, sein Webinar anzufangen und ich schließe meine Kamera und Sie haben das Feld, Herr Thelen. Ja, vielen Dank, Frau Beck, für die freundliche Einführung und ein Hallo aus Osnabrück. Ich kann Sie jetzt nicht sehen und hören, aber ich blicke natürlich immer auf den Chat. Das heißt, wenn Sie dringende Zwischenfragen haben, melden Sie sich entsprechend, wie Frau Beck das vorhin auch vorgeführt hat. Ansonsten haben wir am Ende noch die Möglichkeit, zu diskutieren. Und ich habe mir eine kleine Metapher überlegt für heute. Diesen Gesellen da kennen Sie alle, P67 Churyumov Gerasimenko. Und stellen Sie sich einfach vor, Sie sind Philae, dieser Pionier, dieses kleine wissenschaftliche Experiment, das sich auf den weiten Weg macht, da als Erste zu landen und neue Erfahrungen zu machen. Und diese Reise mit den neuen Erfahrungen besteht einfach aus 3 Schritten. Zunächst mal müssen wir starten und der Erde, dem Bekannten, entfliehen. Da werfen wir zunächst mal einen Blick zurück. Dann geht es auf den langen Anflug. Da zeige ich einmal, wie MOOC-IP aussieht. Und dann geht es schließlich an die Landung. Das heißt, Sie alle sollen selbst auch Erfahrungen machen. Ich schubse Sie sozusagen nachher in Richtung MOOC-IP und Sie sollen sich alle aufgefordert fühlen, selbst Erfahrungen zu machen. Fangen wir einfach an. Level 1, der Erde entfliehen, ein Blick zurück. Worum geht es überhaupt bei MOOC-IP? Der Name suggeriert das natürlich schon. Es geht in irgendeiner Form um MOOCs. Ich gehe davon aus, dass den Begriff inzwischen alle kennen. Trotzdem noch mal ganz kurz zur Verdeutlichung. Es gibt so ein bisschen den Unterschied zwischen X-MOOCs, die sich eher so auf große Kurse in vorlesungsartiger Form beziehen. Es gibt sowas wie C-MOOCs, die eher auf Kommunikation und Vernetzung setzen. Das M steht für Massive, aber was ist eigentlich Massive? Sind 100 schon viel oder erst 100.000? Das O steht für Open. Was heißt Open? Ist es tatsächlich Open Educational Resources oder heißt es nur, dass sich jeder anmelden kann oder heißt es nur, dass es nicht so teuer ist, dass es sich nicht jeder leisten könnte? Was heißt eigentlich online? Gibt es eine Verknüpfung mit Präsenzkursen? Und was heißt das C, der Course, was immer das sein kann? Gibt sehr viele Varianten. Man sieht also, es gibt nicht den einen MOOC-Begriff und das eine MOOC-Konzept, auf das man sich beziehen könnte, sondern eher so eine Wolke von ganz verschiedenen MOOC-Formen. Da würde ich Sie jetzt alle mal in einer Expertenrolle sehen und bitten, gleich mal aktiv zu werden. Sie alle kennen den berühmten Gartner Hype Cycle, der die Einführung neuer Technologien versucht zu beschreiben. Sagt, erst ist da eine große Euphorie, das ist dann hier letztendlich der Gipfel der überzogenen Erwartungen, wenn man denkt, jetzt kann man alle Probleme mit MOOCs, mit Schulfernsehen, mit was auch immer lösen, gefolgt von einem Tal der Enttäuschung. Dann schließlich lernt man, wo es tatsächlich etwas hilft und endet in einem Plateau der Produktivität, wo sich eine neue Technologie als etwas Produktives etabliert hat. Ich würde Sie jetzt bitten, das Zeichenwerkzeug zu nehmen und einen Pfeil dahin zu malen, wo Sie glauben, dass wir derzeit im MOOC-Hype-Cycle stehen. Also wenn Sie sich die ganze MOOC-Welle, die Diskussion um MOOCs angucken, wo stehen wir da überhaupt? Jetzt kann es natürlich sein, dass Sie sagen, dieser Hype-Cycle ist überhaupt nicht anwendbar, denn MOOCs werden komplett wieder verschwinden. Das ist etwas, was sozusagen ein Strohfeuer war. Dafür gibt es rechts oben ein Kästchen. Oder Sie sagen, das ist nicht anwendbar, weil es das Tal der Enttäuschungen gar nicht geben wird. Es wird steil bergauf gehen. Das ist das Kästchen rechts unten. Das heißt, versuchen Sie alle aus den Zeichenwerkzeugen
mal den Pfeil auszuwählen. Und dann müssen Sie auf das Quadrat klicken. Nämlich zweimal und finden dann Pfeil. Und können dann einen Pfeil dahin malen, wo Sie glauben, dass sich die MOOC-Diskussion zurzeit befindet. Also sind wir gerade auf dem Gipfel der überzogenen Erwartungen oder haben wir schon Enttäuschungen hinter uns? Oder aber glauben Sie, es ist gar nicht anwendbar? Na, wir sehen schon, 2, 3, 4 Pfeile, 5, 6, 7, 8. Ja, das sind schon fast die Hälfte der Teilnehmer, die ihren Pfeil gesetzt haben. Machen Sie ruhig noch weiter. Man sieht schon eine leichte Tendenz. Also Sie alle glauben, dass das MOOC-Thema seinen Höhepunkt erreicht oder überschritten hat. Es gab ja auch tatsächlich sehr viele Diskussionen. Und zumindest einer glaubt, dass wir uns wieder ein bisschen auf dem absteigenden Ast befinden. Jetzt haben wir eine Stimme, die glaubt, es wird noch größer. Also Sie sehen schon, das ist eine relativ homogene Einschätzung. Ich habe die gleiche Frage mal bei der Media Learning Konferenz vor 2 Jahren gestellt. Da gab es sehr, sehr unterschiedliche Einschätzungen. Aber wir bewegen uns hier eigentlich, glaube ich, einer relativ homogenen Gruppe. Also den haben wir erreicht oder überschritten. Jetzt wird es bergab gehen. Oder aber bald wieder bergauf. Ja, vielen Dank. Das würde mir erstmal schon reichen als Einschätzung von Ihnen. Wunderbar. Also niemand glaubt, dass das Thema MOOCs ganz irrelevant ist. Niemand glaubt, dass es alle Probleme löst. Das ist doch ganz gut. Okay, jetzt kann man mal sich fragen, was ist eigentlich innovativ an diesen MOOCs bzw. an den X-MOOCs, die tatsächlich so groß in der Diskussion waren. Der Aspekt Technologie, die Form, die Art der Videopräsentation, wird man schwerlich viel Innovatives finden. Es wird YouTube eingebunden und so weiter und so fort. Einzig bei edX gibt es vielleicht diese nebenher laufenden Transkripte. Naja, Aufgabenauswertung gibt es ein paar Aspekte, die innovativ sind, wenn man sich bei Udacity oder auch zum Teil bei Aversity, die automatisch ausgewerteten Programmieraufgaben anschaut, aber so ganz große Innovationsschritte in der Technologie wird man nicht feststellen können. Wie sieht es in der Didaktik aus? Ja, wir haben jetzt komplette Kurse statt reine Materialsammlungen, wie es sie vorher häufiger gab, aber auch nichts ganz Neues. Ist Large-Scale Peer Reviewing, also die gegenseitige Begutachtung von Aufgaben, wirklich einen großen Maßstab, was Innovatives? Naja, eine neue Erfindung ist es jedenfalls nicht. Ist es vielleicht im Marketing besonders innovativ, das heißt zu sagen, es gibt offene, kostenlose Kurse von den besten Universitäten oder den besten Experten mit damit verbundenen Geschäftsmodellen oder Aufmerksamkeit für die Hochschulen? Das vielleicht am ehesten, und darum werden MOOCs häufig auch als Marketing-Innovation beschrieben. Ich würde aber nochmal jetzt einen anderen Aspekt in den Vordergrund rücken, um dann auch zu MOOC-IP zu kommen, denn ich glaube, die Präsentationsform wird in gewisser Weise als innovativ wahrgenommen, sage ich mal. Wir haben sowas wie ein Video, steht im Vordergrund. Wir haben häufig sowas wie hemdsärmelige Videos, die zwar aufwendig produziert sind, aber nicht unbedingt so aussehen. Wir haben hier aus dem Adversity-Kurs von Professor Vornberger eine Szene, wo die Hand eben beim Schreiben zu erkennen ist. Wir haben so eine Matrixstruktur des Inhaltes, es gibt Kapitel, darin Abschnitte und insgesamt eine lineare Organisation des Contents. Wir haben einen Fortschrittsindikator, wo ich sehe, wie viel habe ich schon, wo bin ich denn. Und wir haben so eine typische Kombination aus Videos und Quizzes. Ich glaube, man kann auf jeden Fall konstatieren, dass das zusammen eine gewisse Form der Anmutung ergibt, die noch als relativ innovativ und frisch wahrgenommen wird. Und genau das ist auch die primäre Idee erstmal hinter MOOC-IP, nicht große MOOCs damit zu machen, sondern diese Präsentationsform zu nutzen, um MOOC-artige E-Learning-Angebote in StudIP zugänglich zu machen. Damit kommen wir auch gleich schon zu einem anderen ungeliebten Kind, nämlich dem LMS, dem Learning Management System. Da würde ich Sie jetzt einfach mal bitten, kurz an einer Umfrage teilzunehmen. Ich glaube, Sie sind in der Mehrzahl E-Learning-Experten.
und selbst in der E-Learning-Entwicklung tätig. Was ist aus Ihrer Sicht Eigenschaften von Lernmanagementsystemen? Mehrfachauswahl ist möglich, also glauben Sie, LMS, das sind so Dinosaurier, die sind eigentlich so gut wie tot, da schlagen wir uns seit 15 Jahren mit rum, bitte nicht mehr weiter. Oder sagen Sie, das sind unverzichtbare geschützte Lernräume, Web 2.0 schön und gut, Facebook für die Lehre schön und gut, aber zum Lernen braucht man geschützte Räume. Oder sagen Sie, da werden haufenweise PDFs reingestellt, das ist ganz einfach, dadurch werden die Dozenten gerade von Innovation abgelenkt. Oder andersrum, ich habe eine gute Grundlage, die gut etabliert ist, da kann ich dann innovativ tätig werden. Und zusammenfassend aus Ihrer Sicht, ist das aus Ihrer Learning-Sicht was Langweiliges oder eher was Spannendes? Haben wir schon eine ganze Menge Antworten. Ich klicke mal auf Ergebnisse veröffentlichen. Sie sehen jetzt also, niemand hält LMS für Dinosaurier und so gut wie tot. Das mag hier an der Teilnehmerpopulation liegen. Wer sonst kommt zu einem MOOC-IP-Webinar? Tatsächlich eine Diskussion, die hat man so im 3-4-Jahres-Rhythmus immer wieder. LMS ist jetzt tot, jetzt gibt es was Neues. Ich glaube auch tatsächlich ist es eine gute Grundlage, weil es eben den Schutz bietet, den man braucht, um in einer Gruppe lernen zu können. Und darauf kann man sicherlich auch aufbauen, um innovativ tätig zu sein. Ob das Lernmanagementsystem selbst tatsächlich jetzt etwas sehr Spannendes ist für die E-Learning-Entwicklung, hängt so ein bisschen vom Blickwinkel ab. Insofern deckt sich Ihre Einschätzung ganz gut mit meiner. Das finde ich sehr schön. Habe ich aber zumindest auch die Gruppe ganz gut eingeschätzt. Vielen Dank dafür. Ich beende jetzt mal einfach die Umfrage und wir gehen weiter. Das muss ich wieder wegschieben. Wenn man sich einmal anguckt, StudIP als Lernmanagementsystem, was gibt es da alles für Features? Wir haben Campusmanagement mit drin, mit Raumverwaltung und Veranstaltungsverwaltung. Wir haben Lernorganisation drin, wir haben Kommunikationsfeatures drin, Zusammenarbeitsfunktionen wie Wikis. Wir haben auch das Präsentieren von Lerninhalten, zumindest sowas wie ein Scrum-Plugin und weitere Möglichkeiten, die ich vorletztes Jahr auf der Betreibertagung festgestellt habe. Es gibt einen mobilen Zugang durch ganz verschiedene Arten und Weisen. Jetzt kann man sich fragen, sollten nicht auch MOOCs oder MOOC-artige Kurse in StudIP möglich sein? Das ist eine Diskussion, die man häufiger hört. Na, was soll denn noch alles in diese StudIP rein? Wird das eine Datenkrake? Soll das so eine Art eierlegende Wollmilchsau sein? Wenn man das mal mit einer Metapher vergleicht, eines Wasserhahns, da fragt man ja auch nicht, soll aus diesem Wasserhahn jetzt nicht auch vielleicht noch Eiswasser kommen können, wenn man ihn technisch modifiziert? Oder warum auch nicht Apfelschorle oder Kaffee oder Bohrlochschlemme oder Lachsschaumbällchen oder Spanferkel mit Kraut? Also Sie sehen schon, die Argumentation wirkt relativ absurd. Das ist schließlich ein Wasserhahn für Wasser. Und ich glaube, das ist einfach eine falsche Betrachtungsweise. Sie müssen ein gut eingeführtes Lernmanagementsystem in einer Bildungseinrichtung, sei es nun StudIP oder was auch immer, eher als Infrastruktur sehen. Sie haben schon eine Infrastruktur gelegt und auf diese Infrastruktur können Sie aufbauen. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie haben dieses Schienennetz und befördern damit Pendler und jetzt kommt die Aufgabe, wir möchten auch Schulkinder befördern. Dann fangen Sie nicht als erstes an, eine U-Bahn zu bauen, sondern Sie überlegen sich, kann ich das auch mit dem Schienennetz tun? Und das ist auch eben die Überlegung, die hinter MOOC-IP steht. Kann ich das eingeführte Infrastruktursystem StudIP nutzen, um jetzt MOOCs-artige Kurse, Präsenzkurse mit MOOC-Anteilen und so weiter in meiner Plattform abzubilden. Also genau das ist die Idee, StudIP um MOOC-artige Kurse erweitern. Es geht nicht darum, richtig riesengroße Kurse mit vielen, vielen Teilnehmern abzubilden. Dafür ist StudIP nicht ausgelegt und das ändern wir auch mit dieser Erweiterung. Das war Level 1, der Erde entfliehen, der Blick zurück. Jetzt begeben wir uns auf den langen Anflug auf unser Ziel. Und der besteht im Wesentlichen darin, dass ich Ihnen das System einmal vorführe. Gucken, ob das hier alles mit der Bildschirmfreigabe funktioniert. Die erste Komponente, die wir in MOOC-IP haben, ist ein neuer Zugang zu StudIP. Also Sie kennen normalerweise den StudIP-Zugang. Da muss ich mir, wenn freie Registrierung überhaupt erlaubt ist, einen Account machen. Danach kann ich mir einen Kurs raussuchen. Da kann ich mich eintragen und da kann ich teilnehmen. Hier ist die Idee, die Kursliste kann mit einer neuen Startseite im Vordergrund stehen. Diese Startseite kann mit dem WYSIWYG-Editor von
Nutzern mit entsprechenden Adminrechten frei gestaltet werden. Und dann gelange ich zu einer Kursliste. Das ist dann die Liste aller MOOC-artigen Kurse, die in dieser StudAPI-Installation entsprechend freigegeben sind. MOOC-API selbst ist ein Plugin, das man zu jedem StudAPI ab Version 3.0 hinzu installieren kann und dann gibt es automatisch diesen zusätzlichen Zugang. Wir interessieren uns jetzt hier mal für einen Kurs Webtechnologien. Da gelangen wir zu einer Übersichtsseite, wo es auch ein kleines Einführungsvideo gibt. Im Grunde so, wie man das von vergleichbaren Plattformen kennt. Es gibt eine Kursbeschreibung, Voraussetzungen. Das ist einfach eine alternative Sicht auf einen StudAPI-Kurs, die von dem Plugin ermöglicht wird. Und jetzt kann ich mich an Ort und Stelle genau zu diesem Kurs anmelden, und zwar entweder mit einem neuen Account, wenn ich noch nie in diesem System war, kann ich mir an dieser Stelle einen Account machen, oder aber ich nutze einen Account, den ich schon habe, kläre mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden und bin jetzt im Kurs. Da kann ich auch wieder dieses Video sehen und so weiter und so fort. Und der Kern eines solchen Kurses ist jetzt der neue Bereich Courseware. Courseware ist jetzt der Teil Plugins, der genau das liefert, was man mit dieser MOOC-artigen Präsentationsform, wie ich sie vorhin genannt habe, verbindet. Jetzt schauen wir hier mal auf diesen Kurs, was es gibt. Es gibt einmal eine Kapitelnavigation. Es können entweder eine thematische Gliederung sein oder eine zeitliche Gliederung. Es gibt da ja ganz verschiedene Formen bei den Kursen. Entweder sind sie zeitgesteuert oder sie sind frei belegbar. Beides ist hier abbildbar. Ich habe dann eine zweistufige Hierarchie und habe dann in diesen einzelnen Kapiteln, navigiere hier mal zu diesem hier, habe in jedem einzelnen Kapitel mehrere Abschnitte. Und die Abschnitte sehen jetzt so aus, dass ich in diesem Fall hier ein Video habe. Das ist jetzt einfach eine Form, wo ich hingegangen bin, eine existierende Vorlesungsaufzeichnung genommen habe, sie in kleine Teile geschnitten habe und die kleinen Teile jeweils ergänzt habe. Tonqualität ist sehr schlecht. Das liegt einfach daran, dass es eine experimentelle Aufzeichnung war. Darum soll es auch hier jetzt gar nicht gehen. Idee, wie gesagt, hier nur ist, eine existierende Vorlesungsaufzeichnung zu nehmen, anzureichern um Material. Das ist jetzt hier eben ein Ausschnitt, 1,5 Minuten aus der Aufzeichnung plus etwas Text, was aus dem Vorlesungsskript stammt, ich dazu gemacht habe. Also eine Form Video plus Text. Kann ich zur nächsten Sektion gehen. Auch da habe ich wieder ein Video. Hier jetzt angereichert, da geht es um eine technische Spezifikation, um ein iFrame, wo genau diese Spezifikation an Ort und Stelle eingebunden ist. Das heißt, in dem Video wird auf bestimmte Teile dieser Spezifikation Bezug genommen und der Nutzer kann direkt in dem gleichen Fenster nachschauen und sich das angucken. Also Video plus per iFrame eingebetteter Inhalt. Nächste Form wäre hier ein Video zusammen mit einem Quiz. Auch das kennen Sie aus sehr vielen verschiedenen MOOC-Plattformen. Das ist jetzt hier eine Multiple-Choice-Frage. Was ist der Unterschied zwischen URL und URN? Ich kreuze mal einfach zwei Sachen an, sage abschicken. Das ist eine einfache Selbstüberprüfungsfrage. Nur die dritte Option war richtig, die erste nicht. Die nächste Darstellung ist jetzt hier etwas, wo ich wieder ein Video habe, eine Definition habe und ein eingebettetes Experimentiertool habe. Innerhalb dieser Vorlesung geht es darum, wie Webadressen aufgebaut sind, und ich habe hier jetzt einfach ein kleines Tool eingebunden, was mir diese Webadressen analysiert und sozusagen direkt an Ort und Stelle Experimente erlaubt. Die müssen natürlich spezifisch all den Content entwickelt und eingebunden werden, aber man sieht hier schon, ich kann all diese verschiedenen Teile, die ich für meine Veranstaltung habe, hier an Ort und Stelle zuwenden. Genau das ist die Hauptidee. Es gibt hier noch separate Sektion mit Aufgaben. Man sieht hier oben immer so ein bisschen so eine Symbolisierung, worum handelt es sich, um Video, um Aufgaben, um Diskussion und so weiter. Bei den Aufgaben gibt es verschiedene Formen. Es gibt die Selbstüberprüfungsformen, die wir gerade gesehen haben. Es gibt sowas wie Hausaufgaben, also geben Sie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Ihre Lösung ab. Danach werden die entweder automatisch oder manuell korrigiert und dann kriege ich ein paar Tage später die Ergebnisse mitgeteilt. Und es gibt so etwas wie einen Klausurmodus, sprich beginnen Sie in einem bestimmten Zeitfenster diesen Test, dafür haben Sie dann eine gewisse Zeit lang Zeit und nach Abschluss bekommen Sie dann auch die Auswertung.
Das sind so die wesentlichen Formen an dieser Stelle. Es gibt einen Diskussionsbereich, der ist jetzt hier separat. Umlaute sind leider kaputt. Der ist jetzt hier separat, kann aber auch den anderen Sachen integriert werden, wie wir gerade sehen. Den Abschluss bildet noch eine Fortschrittsübersicht. Die ist noch relativ schlicht gehalten. Das ist einer der nächsten Punkte, wo wir ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, wo ich sehe, an welchen Teilen war ich schon, wie viel Prozent habe ich schon erledigt, sozusagen. Der Rest des ganzen Systems ist ein ganz normales Stutt-IP-System. Das heißt, ich könnte jetzt in dieser Veranstaltung auch alle anderen Stutt-IP-Werkzeuge mitnutzen. Gut, das war jetzt einmal ganz kurz die Teilnehmeransicht. Ich würde jetzt einmal das Ganze noch aus Dozentensicht zeigen. Dann nehme ich mal diesen hier. Wie gesagt, das Ganze ist ein ganz normales Stutt-IP-System, das jetzt um diese MOOC-Funktion angereicht wurde. Und in diesem Sinne sind auch die MOOC-IP-Kurse ganz normale Stutt-IP-Kurse und erscheinen jetzt in meiner Liste der laufenden Veranstaltungen. Das heißt, hier habe ich als Dozent jetzt meinen Web-Technologien-Kurs, der einfach durch die Zuordnung, da ist noch ein Fehler, dass das Video immer sofort startet, der einfach durch die Zuordnung jetzt zu einem MOOC-artigen Kurs geworden ist. Was sehe ich in der Dozentenansicht? Zunächst mal sieht sie eigentlich genauso aus wie die Studierendenansicht. Das heißt, ich kann mir das alles genauso angucken, wie es auch für die Studierenden aussieht. Es gibt nur hier einen Knopf, der umschaltet zwischen dem Teilnehmermodus und dem Autorenmodus. Wenn ich auf den Autorenmodus schalte, das ist jetzt die Idee dahinter, kann ich alle Informationen an Ort und Stelle direkt verändern. Das heißt, das ist nicht wie bei edX, wo ich eine separate Plattform habe, wo ich meinen Kurs baue und ihn dann sozusagen freigebe für die Verwendung, sondern ich habe hier einen integrierten Autorenmodus, wo ich an Ort und Stelle alles verändern kann. Das kann sich hier auf die Navigation beziehen, wo ich sage, okay, ich mache ein neues Unterkapitel. Dazu kann ich ein Freigabedatum geben, das heißt, ab wann soll dieses Kapitel sichtbar sein. Und das sehe ich hier durch ein Icon, dass es da ein Freigabedatum gibt und es zurzeit noch nicht sichtbar ist. Dann kann ich die Kapitel umsortieren, per Drag and Drop. Das sind alles Änderungen, die jetzt dann, wenn sie fertig sind, sofort auch für die Teilnehmer sichtbar sind. Das ist die Navigation hier. Auch hier in der Abschnittsnavigation kann ich eben entsprechend einen neuen Abschnitt einfügen. Das machen wir jetzt einfach mal. Gibt da einen weiteren Punkt Schemata. Den möchte ich jetzt füllen. Zunächst mal mit einem Video. Und dazu gibt es hier unten den Punkt Blog hinzufügen. Wir fangen mal einfach mit diesem Punkt hier an, ein Video hinzufügen. Das ist in der neuen MOOC-IP-Version, die es ab nächster Woche gibt, noch mal ein bisschen einfacher. Im Moment fügt man im Grunde, ups, ganz schnell, eine YouTube-URL zum Beispiel ein oder eine Matterhorn-URL. Also YouTube und Matterhorn sind die Systeme, die zurzeit anbindbar sind. Das ist dabei erweiterbar. Und dann sage ich Speichern. Und jetzt ist mein Video eingebunden. Jetzt kann ich dazu noch einen Freitext hinzufügen, der vielleicht etwas erläutert. Da wird dann der neue Visivig-Editor verwendet. Machen wir es mal einfach so. Sie kennen das vielleicht schon. Wenn nicht, sollten Sie das ruhig mal ausprobieren. Ich kann per Drag und Drop hier Bilder einfügen, kann die Bilder in der Größe verändern und so weiter und so fort. Also all das, was Sie von einem Visivig-Editor kennen, können Sie hier an dieser Stelle tun und entsprechend einen Freitextblock einbauen. Sie können diese Blöcke jetzt umsortieren und sagen, wenn der Freitextblock lieber nach oben soll, dann wird er einfach entsprechend nach oben verschoben oder wieder zurück. Jetzt kann es sein, dass ich an dieser Stelle vielleicht gerne eine Diskussion haben möchte. Dann füge ich einfach einen Diskussionsblock hinzu. Schalten wir nochmal um. So sieht es jetzt für die Studierenden aus. Und ich könnte hier direkt einen Diskussionsimpuls auch schon mal reinschreiben. Was auch immer. Und die Stutt-IP-Nutzer kennen das. Das ist jetzt im Grunde ein Blubber-Stream, der genau an dieser Stelle eingebunden ist und sich genau jetzt auf diesen bezieht. Die kann ich überall
in diese Unterkapitel einbauen. Einzige Einschränkung da ist, ich kann nur einen dieser Diskussionsblöcke pro Abschnitt haben. Das letzte Thema an Blöcken, was ich noch nicht angesprochen habe, neben dem iFrame, das ist das, was wir gerade mit der technischen Spezifikation gesehen haben, aber auch mit diesem Exportierwerkzeug, da kann ich im Grunde einfach eine URL eingeben und die wird dann da entsprechend eingebunden, sind jetzt die Quizfragen. Gibt es wie gesagt drei verschiedene: Selbsttest, Übungsblatt mit einem bestimmten Abgabedatum und eine Klausur in Anführungszeichen mit einer bestimmten Bearbeitungszeit. Nehmen wir jetzt hier mal einen Selbsttest-Quiz und getreu unserem Motto, so viel wiederzuverwenden wie möglich von dem, was schon in Stutterfi vorhanden ist, haben wir hier das WIPS-Tool angebunden. Das heißt, was Sie hier jetzt zunächst erstmal auswählen können, sind vorhandene WIPS-Arbeitsblätter. Nehmen wir jetzt einfach mal hier ein. Inhaltlich nicht ganz passt. Okay, jetzt habe ich alle Fragen aus diesem Arbeitsblatt hinzugefügt. Das sind hier zwei Stück. Gucken uns das nochmal im Studentenmodus an. Ah, das ist jetzt hier zum einen eine Zuordnungsaufgabe und zum anderen eine Multiple-Choice-Aufgabe. Die kann ich auch testen als Dozent. Wunderbar. Wenn ich neue Fragen erstellen möchte oder Fragen verändern möchte, bietet mir das Werkzeug hier schon eine Hilfestellung. Ich klicke auf Bearbeiten und kriege hier den Link Aufgaben verwalten. Das ist das gleiche, als wenn ich in meinen WIPS-Reiter gehe und dann zum entsprechenden Übungsblatt. Wir nehmen jetzt einfach mal hier dieses hier war's. Entsprechendes Übungsblatt. Wer WIPS schon kennt, kennt sich auch mit dieser Oberfläche aus. Wer es noch nicht kennt, muss sich da so ein klein bisschen einfinden. Im Grunde ist es aber relativ simpel. Ein Übungsblatt hat einen Titel, eine Beschreibung, bestimmte Optionen für die Auswertung und dann eine Menge von Aufgaben. Die Aufgabentypen sind sowas wie Single Choice, Multiple Choice, freie Antworten, Lückentext, Zuordnung und so weiter. Die kann ich jetzt entsprechend hier einfach hinzufügen. Sagen, okay, ich habe eine neue Single-Choice-Aufgabe. Mit mehreren Antwortalternativen. Und jetzt ist sie gespeichert. Und wenn ich jetzt das richtige Blatt bearbeitet habe, dann müssten wir diese Aufgabe auch hier umsehen. Ich habe nicht das richtige Blatt bearbeitet, Entschuldigung, das hätte ich vorher besser testen können. Aber das können Sie gleich alles selbst ausprobieren. Also in WIPS werden die Übungsblätter verwaltet. Ein Übungsblatt fasst immer mehrere Fragen zusammen und die Blätter werden dann in der Courseware eingebunden. Hat den Vorteil, dass man existierende Aufgabenblätter weiter nutzen kann. Den Nachteil, dass man das Tool an der Stelle noch wechseln muss. Da gucken wir noch, ob es noch ein bisschen schönere Möglichkeiten der Integration gibt. Aber dadurch haben wir jetzt im Wesentlichen die unterschiedlichen Funktionen abgebildet, die man braucht. Auf diese Weise kann ich mir vorstellen, das ist wie ein Baukasten, kann ich mir all die Teile zusammenbauen, aus denen so ein Kurs bestehen kann. Und dann ist der Kurs fertig. Ja, jetzt kennen Sie das aus Stutterfi, dass es immer so ein bisschen schwierig ist, vorhandene Inhalte weiter zu nutzen, zu übernehmen. Dafür haben wir hier eine Export- und Import-Funktion eingebaut. Das heißt, Sie können jetzt diesen laufenden Kurs, diesen zusammengebauten Kurs exportieren. Und bekommen dann im Grunde einfach, wie das hier unten, eine ZIP-Datei, die auf Ihren Rechner runtergeladen wird. Und die können Sie an beliebiger Stelle in einen anderen Kurs wieder importieren. Damit Sie nicht nur die Dinge importieren können, die Sie selbst genutzt haben, haben wir einen MOOC-IP-Content-Marktplatz geschaffen. Der ist zurzeit noch leer, könnte aber ein Ort werden, der mit spannenden Dingen gefüllt wird. Und jetzt stellen wir uns vor, mir fällt in meiner Veranstaltung zu Webtechnologien auf, dass die Studierenden immer wieder Probleme haben mit einem informatischen Basiskonzept, nämlich regulären Ausdrücken. Und ich denke mir, vielleicht gibt es dazu ein fertiges Modul, was ich übernehmen kann. Und tatsächlich finde ich auf dem Content-Marktplatz hier ein Modul zum Thema regulärer Ausdrücke. Und mit einem Klick kann ich jetzt genau dieses installieren. Dann wird das runtergeladen, in meinen Kurs übernommen. Und hinten an die Kapitelliste angehängt. Das heißt, ich sehe jetzt hier am Schluss ein neues Kapitel, reguläre Ausdrücke, mit Text, mit kleinen eingebetteten Tools, Videos und so weiter und so fort.
Also Idee dahinter ist, dass tatsächlich in der StudAPI-Community, in der MOOC-API-Community Inhalte entstehen, die auf diese Weise ausgetauscht werden können. Sie können auch den MOOC-API-Content-Marktplatz direkt ansteuern. Sieht genauso aus wie der StudAPI-Plugin-Marktplatz. Ist dieselbe Technologie dahinter. Kann man im Grunde schauen, was gibt es eigentlich so an Materialien, kann man es ausprobieren. Und wir suchen zurzeit nach Möglichkeiten, das zu befüllen mit interessanten Materialien. Teilnehmer meiner Vorlesung und Übung E-Learning als Masterkurs in der Informatik werden da dieses Semester ein bisschen was machen und wir haben schon ein paar weitere Interessenten, sodass da vielleicht tatsächlich ein paar interessante Bausteine entstehen können, die man in anderen Kursen weiterverwenden kann. Das kann ich als Dozent natürlich jetzt beliebig bearbeiten, kann sagen, ah, dieses Kapitel hier, das gefällt mir überhaupt nicht, das werfe ich raus, das andere soll anders heißen, ich möchte eigenen Content dazu nehmen und so weiter und fort. Das kann ich dann entsprechend wieder exportieren und so denn die Lizenz das zulässt, das natürlich dann auch wieder auf dem Content-Marktplatz zur Verfügung stellen. Das wäre im Grunde einmal der, ja nicht Rundumflug, sondern Anflug an der Stelle gewesen. Jetzt sind wir wieder bei der Präsentation. Was kommt jetzt? Die Landung. Sie wissen, viele hat so einen kleinen Schubs bekommen, um dann sanft Richtung Oberfläche zu schweben. Und ich würde Sie jetzt auffordern, und Sie können das jetzt tatsächlich gleich sofort tun. Und ich bin auch bis 4:15 hier im Chat, um ja auch direkt auf Ihre Fragen zu antworten, auf Ihre Erfahrungen direkt einzugehen, vielleicht auch Hilfestellung zu leisten. Was müssten Sie tun? Sie müssten demo.moocip.de aufrufen. Sich dort einloggen, zum Beispiel als Testdozent, Passwort und so weiter stehen da direkt auf der Seite. Da müssen Sie sich gar keinen eigenen Account machen, wenn Sie das noch nicht möchten. Sie können einen der vorhandenen Kurse nehmen, da ein bisschen herumprobieren. Wenn Sie dann Lust haben, können Sie auch direkt einen eigenen Kurs anlegen. Das geht genauso wie Veranstaltung anlegen in StudAPI, wenn Sie das kennen. Da wählen Sie nur die Kategorie MOOC-artig und dann geht's los. Sie können natürlich dann, wenn Sie heute schon was ganz Großartiges bauen, das Ganze exportieren und in Ihrer eigenen Installation weiter nutzen. Wie gesagt, Voraussetzung ist StudAPI 3.0. Ja, und dann wird es so sein, dass wir im August, im Sommer 2015 für P67 Tour Jumov-Gerasimenko den Perihel erreichen, eine Halo und Schweif entsteht und der vielleicht dann sogar zu sehen sein wird, dieser Komet. Das könnte natürlich dann mit Ihrem Content auch passieren. Und in diesem Sinne möchte ich noch kurz darauf hinweisen, wer alles mitentwickelt hat. Das sind eine ganze Reihe von Kollegen hier aus dem Team. Wer in der StudAPI-Community aktiv ist, kennt den einen oder anderen Namen. Und Sie auffordern, es auszuprobieren, aber auch jetzt noch Fragen zu stellen. Haben Sie direkt im Anschluss jetzt schon vor dem Ausprobieren Fragen? Ich gehe nochmal zurück zu dieser Folie. Denn mit der Demo und sozusagen dem Impuls zur Landung bin ich jetzt durch und jetzt sind Sie an der Reihe. Ja, man sieht, dass schon einige Fragen eingegeben werden. Das warten wir jetzt einfach mal ab. Und wie gesagt, fühlen Sie sich alle ermuntert, Ihre Fragen erstmal in den Chat zu schreiben. Vor allen Dingen fühlen Sie sich auch ermuntert, es wirklich jetzt auszuprobieren. Wir haben noch ein bisschen Zeit, das heißt, Sie haben eigentlich alle noch Zeit eingeplant. Genau. Da haben wir einmal die Frage von Christian. Kurse, die importiert werden können, sind Copyright geschützt oder gibt man alle Rechte ab, wenn man eine Einheit online stellt? Es ist im Moment so, wenn Sie auf dem Content-Marktplatz etwas hochladen, dann können Sie die Lizenz auswählen. Das kann entweder tatsächlich so sein, dass Sie sagen, Public Domain ist mir egal, können die Leute mitmachen, was sie wollen. Oder aber Sie stellen uns unter eine Creative Commons Lizenz, entweder nur Namensnennung oder Namensnennung und gleiche, wie heißt das noch, Share Alike, also gleiche Rechte. Damit geben Sie es natürlich zur Weiterverwendung frei. Behalten sich aber eventuell vor, dass das, was dabei entsteht, wenn es veröffentlicht, dann eben unter der gleichen Lizenz steht. Das sind, wie gesagt, die Inhalte, die auf dem Content-Marktplatz landen. Sie können natürlich auch einen Kurs exportieren, dann haben Sie eine ZIP-Datei. Wie Sie diese ZIP-Datei weitergeben, ob Sie die nochmal woanders online stellen, unter anderen Bedingungen und so weiter, oder nur
privat weitergeben oder was auch immer. Das ist Ihnen dann ganz selbst überlassen. Nur für den Content-Marktplatz haben wir zurzeit Public Domain und die beiden Varianten der Creative Commons-Lizenz. Dann antworte ich zwischendurch schon mal die Frage von Frau Bittner. Sie haben schon WIPs-Fragen. Ja, die können Sie nutzen. Es gibt ein WIPs-Import- und Exportformat und Sie können in WIPs immer auf alle Fragen zugreifen, die Sie in der gleichen Installation ja schon erstellt haben. Das heißt, wenn Sie jetzt in der gleichen Installation Ihre WIPs-Fragen haben, dann können Sie die einfach wie gewohnt auswählen. Sie können also Übungsblätter übernehmen, die Sie in anderen Kursen haben, oder Sie können einzelne Fragen aus diesen Übungsblättern in so einen MOOC-artigen Kurs, in so ein Courseware-Element übernehmen. Genau. Ansonsten, wie gesagt, probieren Sie es aus. Wir sind noch eine halbe Stunde da und gucken auf den Chat. Und was immer Ihnen auffällt, einfällt, schreiben Sie es einfach in den Chat. Da ist eine Frage von Herrn Oser. Suchfunktionen. Wir verwenden hier hauptsächlich die Tools, die StudAPI schon hat. Also zum Beispiel die Kommentare eines Autors kann man dann finden, wenn der Autor sie selbst auch freigibt. Das ist so ein bisschen auf der Profilseite dieses Autors in seinem sogenannten Blubberstream möglich. Aber tatsächlich haben wir bei diesen Suchfunktionen auch noch nicht sehr viel. Das ist etwas, wo sicherlich noch Nachholbedarf besteht. Aber dadurch, dass wir auf die Standard-Tools setzen, die StudAPI schon hat, können wir dann die Suchfunktion mitnutzen, die es da gibt oder die zurzeit entwickelt werden. Aber es ist verbesserungsbedürftig sicherlich. Genau, ich gehe da nochmal zu der Folie, wo wir die Features einmal kurz drauf haben. Gehe das vielleicht nochmal durch. StudAPI ist im Wesentlichen eine Lernmanagement- und Kursmanagement-Software. Webanwendung grob vergleichbar, sage ich mal, mit Elias und Moodle, allerdings mit ein bisschen anderen Schwerpunkten. StudAPI hat etwas mehr Funktionen, die Richtung Verwaltung gehen, Richtung Campus Management, Richtung Lernorganisation. Dafür etwas weniger, was in Richtung klassische E-Learning Plattform geht. Das holen wir mit MOOC-IP und dem SCORM-Plugin so ein bisschen nach zurzeit, denke ich. Unter studapi.de oder einfach nach studapi googeln, findet man im Grunde die Startseite. Es ist eine Open Source Software mit einer zumindest in Deutschland relativ großen, sehr regen Community. Ecult trägt da auch viel zu bei und ist sicherlich so in Deutschland so unter den, sag mal, Top 5 Open Source Lernplattformen auf jeden Fall an Hochschulen zu finden. Genau, Sie können mir auch gerne eine Mail schreiben oder anrufen, wenn Ihnen nachher noch was einfällt. Ansonsten jetzt halbe Stunde noch gerne ausprobieren. Ich gehe nochmal zu der Folie, wo die Schritte drauf sind. Ich kann vielleicht nebenbei einfach noch mal ein bisschen was zum Status des Projektes erzählen. Wir haben damit angefangen, im Frühjahr dieses MOOC-IP zu entwickeln, weil wir so vor der Herausforderung standen, für ein Projekt eine MOOC-Plattform zu nutzen. Da gibt es natürlich vorhandene Plattformen wie edX als Open-Source-Variante. Aber wir hatten bestimmte ja, Gründe, die ich ja auch dargelegt habe, mal zu versuchen, wie man das an existierendes LMS ranbekommt. Und dann mit dem relativ großen Team, allerdings nicht in Teilzeit, sondern neben einem Projekt nebenher das Ding in knapp einem halben Jahr entwickelt und sind jetzt im Grunde an dem Stand, dass die Technologie einsatzreif ist, wir aber noch kaum Inhalte haben. Also ich bin jetzt in meiner Vorlesung dabei, das so ein bisschen mit den Studenten auch auszuprobieren und habe zum Beispiel eine ausfallende Sitzung damit ersetzt, indem ich einfach ein paar Impulse auf Video aufgenommen habe mit Adobe Captivate, sprich PowerPoint-Präsentation und Ton dazu, das reingestellt habe, Diskussionsimpulse dazu, das Ganze zusammengestellt zu einem dieser Kurse, war ein relativ geringer Aufwand und man kriegt aus meiner Sicht eine ganz ansprechende Form, anders als schauen Sie sich das Video an, schreiben Sie ins Forum,
gehen Sie hierhin, gehen Sie dahin, sondern alles an einem Ort zusammen, eben in dieser MOOC-artigen Präsentationsform. Das ist das, also geht ja auch schon auf die Frage ein, die Herr Oser gerade noch hatte. Gibt es einen MOOC-API-Kurs, der gerade MOOC-API benutzt? Es gibt ein paar andere, die gerade in Vorbereitung sind, über die ich jetzt gerade noch nichts sagen kann. Ist MOOC-API nur für die Hochschule? Nicht unbedingt. Ich glaube, es lohnt sich für eine Bildungsinstitution nicht MOOC-API ganz neu einzuführen und zu installieren, nur weil man damit MOOCs machen will. Da gibt es vielleicht andere Plattformen, die ein bisschen spannender sind. Nur wenn man auch Stut-API-Funktionalitäten, das heißt Kursmanagement, Lernmanagement mitmachen will, ist das, glaube ich, eine sehr spannende Option auf jeden Fall. Und wir haben nicht nur Hochschulen, die Stut-API benutzen, sondern zum Beispiel den Deutschen Fußballbund, der das für die Schiedsrichter-Aus- und Weiterbildung verwendet. Wir haben mehr als 10 Volkshochschulen in Niedersachsen, die es verwenden. Wir haben Schulen, Berufsschulen, aber auch Unternehmen, die das für die unternehmensinterne Weiterbildung einsetzen. Also jetzt alles Stut-API, noch nicht MOOC-IP. Aber für die alle ist MOOC-IP in dieser neuen Form, Content in Stut-IP anzuzeigen, eine Alternative. Also Abgrenzung zu edX ist sicherlich einmal dieses Massive-Element. Ne? Also wir sind eben nicht darauf ausgelegt, 20.000 Teilnehmer in so einem Kurs zu haben. Dafür ist technische Anforderung aber auch deutlich geringer als bei edX, wo ich mehrere Datenbanken, verschiedene Servertechnologie brauche und so weiter und so fort. Und ein Abgrenzungspunkt ist eben die lange LMS-Tradition, die Stut-API hat, über 10 Jahre, mit einer großen Werkzeugvielfalt, die man als Plugins dazu installieren kann und mit diesen Kursen zusammen benutzen kann. Ich kann sie einfach in Etherpad einbinden, um zum Beispiel live miteinander zu arbeiten. Ich kann all die anderen Tools nutzen, die Sie unter plugins.stut.api.de vielleicht auch schon kennen. Das ist im Grunde ein sehr offenes System und hat zumindest in Deutschland eine gute Verbreitung, eine gute Nutzerbasis und eine sehr innovative Community, gerade eben auch wegen dem Kult. So, ich muss mich verabschieden, aber Herr Thelen bleibt noch in dem Raum und begleitet Sie bei dem Testen. Ich möchte mich für Ihre Teilnahme bedanken bei dem Webinar und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich platziere nochmal unsere Evaluation in den Chat und wir freuen uns, wenn Sie die Veranstaltung evaluieren. Und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei dem Testen. Danke auch an Herrn Thelen und ja, wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Wie gesagt, an die Teilnehmer, Sie dürfen weiterhin noch bleiben, Fragen stellen. Also nur ich bin weg, nicht Herrn Tellen. Danke. Sehr gern. Ja, einfach noch nebenbei noch eine weitere Anmerkung. Gerade dieses Courseware-Element können Sie auch in ganz normalen Stut-IP-Kursen nutzen, ohne die über diesen MOOC-Zugang freizugeben nach außen. Ne? Sie können also, wenn das Plugin installiert ist, im Grunde erlauben, dass in jedem Kurs dieses Courseware-Plugin eingestellt wird. Das hat dann überhaupt nichts damit zu tun, dass es einen freien Zugang gibt zu dem Kurs und so weiter, sondern das wäre dann einfach ein weiteres Inhaltselement, genauso wie Wiki, Forum, Dateibereich und so weiter, das Sie in Stut-IP nutzen können. Da warten wir natürlich noch ein bisschen auf Rückmeldung, auch vielleicht der Hochschulen, welche Formen da besonders interessant sind. Wie gesagt, wir haben jetzt die Version 1.0.1 im Moment gerade draußen. Warten auf Praxiserfahrungen und sind sehr offen auch für Verbesserungsvorschläge und für Ideen, in welche Richtung das weitergehen kann. Also Sie können in den Testkursen auch beliebig herumarbeiten, Sie können da nichts kaputt machen. So, Frau Bittner fragt, wie sie einen neuen Kurs anlegen kann. Ich muss mal eben gerade in meiner Ansicht wechseln. Gehen Sie im Grunde mal auf das Start-Symbol ganz oben, Start. Dann finden Sie da einen Punkt Startseite für Dozentin und da einen Punkt Neue Veranstaltung anlegen. Wenn Sie da drauf drücken, gibt es da eine Auswahl mit Kategorien. Da wählen Sie die Kategorie MOOC-artiges. Dann kommt der ganz normale Veranstaltungsassistent, den Sie aus Stut-IP vielleicht kennen. Der ist noch ein bisschen unübersichtlich. Sie müssen im Grunde nur die Sachen ausfüllen, die Pflichtfelder sind. Und wenn Sie den Assistenten durchlaufen haben, sind Sie da fertig und haben einen neuen Kurs. Probieren Sie es einfach mal aus.
Also ein Kurs, in dem man weiterschreiben kann, wenn Sie als Testdozent eingeloggt sind. Ich gucke mal eben gerade. Ich bin jetzt, glaube ich, hier jemand anders. Ich muss das auch mal. Als Testdozent haben Sie, wenn Sie oben auf das Veranstaltungssymbol klicken, zum Beispiel MOOC-IP-Kurse erstellen, MOOC-Spielwiese, großer Beispiel-MOOC. Also immer wenn sowas wie Testen, Ausprobieren, Spielen im Titel ist, dann sind das Kurse, an denen Sie beliebig experimentieren dürfen. Sie dürfen sich natürlich auch selbst einen Account machen auf der Plattform, wenn Sie das möchten. Dann können Sie mir eine kurze Nachricht schicken, wie Ihr Accountname ist. Dann würde ich den auch zum Dozenten hochstufen, sodass Sie da selbst Kurse anlegen und befüllen können, die noch nicht sichtbar sind und wo Ihnen auch keiner reinpfuschen kann. Brauche ich nur einen kurzen Hinweis dann. Genau, Frau Wittner verweist auf die LAN-Plattform. Da gibt es eine Testinstallation oder eine Plattform, wo das auch schon aktiviert ist und wo es auch Volkshochschulen gibt, die da zum Teil schon Kurse machen. Ist auch die gleiche Version. Auch da können Sie natürlich gerne üben. Frau Wittner spricht die Kursliste an, dieser MOOC-Kursliste. Die ist übersichtlich, ja, auf jeden Fall. Zumindest solange es wenige Kurse sind. Also Stuttgart, wie sagte ich gerade schon, ist ja ein System, was an Hochschulen sehr viel genutzt wird und eigentlich darauf ausgelegt ist, so den gesamten Veranstaltungsbetrieb einer Hochschule mit zu organisieren. Wir haben zum Beispiel an der Uni Osnabrück inzwischen über 50.000 Kurse im System aus den letzten 20 Semestern. Da würde so eine Übersicht natürlich irgendwie völlig den Rahmen sprengen, aber wir haben auch schon viele Installationen und Anwendungsszenarien gesehen, wo man eigentlich nur wenige Kurse hat und sich da eine Übersichtsliste wünscht, die ungefähr so aussieht wie jetzt hier die MOOC-Liste. Das könnte vielleicht tatsächlich auch ein Vorbild sein, das für andere Installationen mal zu nutzen. Das Plugin ist veröffentlicht, also wer selbst entwickelt oder Entwickler hat, da kann man den Teil vielleicht extrahieren. Ansonsten könnte das auch ein separates Plugin werden, sowas wie Kursliste für kleine Installationen. Ist ein guter Hinweis, vielen Dank. Gut, ja, ich erzähle einfach nebenbei noch vielleicht den einen oder anderen Punkt. Vorhin vorgestellt, diesen Content-Marktplatz. Das ist natürlich erstmal eine Idee, dass sowas vielleicht funktionieren könnte. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, was für Inhalte könnten da eigentlich wirklich funktionieren? Meine Vorstellung ist, dass man eher so kleine Bausteine hat, die schon irgendwo fachbezogen sind, aber in so einem Fach häufig eine Rolle spielen können. Also das hatte ich jetzt aus dem zum Beispiel Informatik, reguläre Ausdrücke. Das ist so ein bisschen Handwerkszeug, was eigentlich so häufig eine Rolle spielt, was ich für meinen Studierenden merke, nie so richtig systematisch thematisiert wurde. Und wenn ich in meinem Kurs merke, das könnte mir helfen, das dazu zu nehmen, kann ich so einen kleinen Baustein dazu nehmen. Was anderes, was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht so etwas zum Thema wissenschaftliches Arbeiten. Das heißt, wie zitiere ich eigentlich richtig nach dem und dem Zitierstil? Auch das könnte so ein kleines Modul sein, das ich mir vom Marktplatz einfach in meinen Kurs dazu nehme. Wie gesagt, immer so ein bisschen vielleicht fachspezifisch abgestimmt. Letztendlich sind aber da Ideen gefragt. Ich hoffe, dass es diesem MOOC-IP-Werkzeug relativ einfach ist und auch ein bisschen Spaß macht, solche Kurse zusammenzubauen. Und würde jeden ermuntern, der da was macht, auch mal ernsthaft zu prüfen, ob es sich denn lohnen könnte, das auf dem Marktplatz freizugeben. Und für alle Fragen, die dazu entstehen, mich einfach ansprechen, anmailen, Telefon oder was auch immer. Wäre ich sehr daran interessiert zu schauen, was da für Ideen existieren. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.